CDU-CSU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man der Frau Vorrednerin zugehört hat, dann musste man den Eindruck gewinnen, für die Linke in Deutschland sind Selbstständige ein großes Problem, sowohl für die Wirtschaft wie für den Arbeitsmarkt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will erst mal festhalten, Selbstständige sind ein wichtiger Motor der wirtschaftlichen Dynamik in unserem Land. Sie sind innovationsfreudig und sie sind von einer hohen Risikobereitschaft geprägt, und es ist ein Gewinn für unser Land. Lesen, bilden. Allerdings hat sich das Bild vom Selbstständigen in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Nach wie vor ist es so, dass ein großer Teil der Selbstständigen erfolgreich eigene Unternehmen betreibt, mit guten Betriebsergebnissen, damit auch einen guten Lebensstandard für sich selber absichern kann, auch für das Alter entsprechend gut vorsorgt. Aber wir haben auf der anderen Seite in den letzten Jahren eine Zunahme von Personen, die selbstständig arbeiten, die meist keine weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und in diesem Personenkreis, den man kurz gesagt Solo-Selbstständige nennt, haben wir auch wieder ein differenziertes Bild. Wir haben Personen, die sehr gute Einkommen erzielen, die auch eine gute Altersvorsorge betreiben. Aber wir haben eben auch Personen, die sehr geringe Einkünfte erzielen und die deswegen auch nichts groß etwas übrig haben, um zu sparen. Allerdings, wenn man diese Gruppe sich anschaut, sieht man, dass darunter sehr viele Personen sind, für die ist die Selbstständigkeit nur eine vorübergehende Form der Berufstätigkeit. Viele der Solo-Selbstständigen, das zeigen ja die Zahlen, die die Bundesregierung präzise und gut auf die Große Anfrage der Linken vorgelegt hat, viele dieser Selbstständigen, Sie haben ja gesprochen, da brauchen Sie ja nicht ständig Zwischenrufe zu machen. Viele der Selbstständigen sind nach wenigen Jahren wieder in einem Angestelltenverhältnis. Dann nimmt zu die Zahl derjenigen, die beides sind. Sie haben einen Job als Angestellte und sie sind nebenbei auch noch in irgendeiner Form als Selbstständiger tätig. Und deswegen haben wir heute im Vergleich zur Vergangenheit ein in der Tat differenziertes Bild bei der Selbstständigkeit. Und da muss ich sagen, auch das finde ich nicht verwerflich. Wer auf dem deutschen Arbeitsmarkt unterschiedliche Formen von Beschäftigung sucht und sie mit Erfolg ausüben kann, ist ebenfalls kein Problem für unser Land, sondern ist ein Gewinn für unser Land. Allerdings, diese Ausdifferenzierung der Selbstständigkeit, die Tatsache, dass es eben nicht mehr so ist, man hat sich irgendwann in seinem Leben entschieden, ich werde jetzt selbstständig und das bleibe ich bis zu meinem Lebensende, sondern dass sehr oft zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigkeit gewechselt wird, stellt natürlich eine neue Frage an unsere sozialen Sicherungssysteme. Und auf diese Frage muss man in der Tat dringender denn je eine Antwort geben. Wir haben als Union in der letzten Legislaturperiode bereits einmal mit dem damaligen Koalitionspartner von der FDP versucht, ein Modell zu entwickeln, wie eine solche zusätzliche Absicherung vor allen Dingen fürs Alter ausschauen könnte. Ich gebe es offen zu, Herr Rosemann, Zwischenruf ist richtig. Wir haben es nicht zu Ende bringen können, was schade ist. Und deswegen bleibt uns das als Aufgabe für die Zukunft erhalten, aber an der Dringlichkeit hat es ja nichts verloren. Ich glaube, ein Grundprinzip sollte sein, für jeden, egal in welchem Beschäftigungsverhältnis, dass zwingend etwas für das Alter vorgesorgt wird. Und zwar doch mindestens so viel, dass man in guten Jahren, in denen man gut verdient, wirklich so etwas auf die Seite legt, was nach Möglichkeit dazu führt,
dass man nicht im Alter auf staatliche Unterstützung und Grundsicherung angewiesen ist. Es ist ja eine großartige Zusage unseres Sozialstaates. Wir lassen niemanden verhungern und verdursten. Jeder kann hier am Leben, auch im Alter, teilnehmen, am Gesellschaftsleben, dank der Grundsicherung. Aber das hat ja umgekehrt eine Erfordernis an jeden von uns, nämlich so vorzusorgen, so wenn er kann, dass er auf Grundsicherung möglichst nicht angewiesen ist. Und deswegen war unsere Idee, eine Form von sozialer Absicherung einzuführen. Entweder geht der Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung oder er weist nach bei der Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung, dass er eine Form von Altersvorsorge anspart, die mindestens das Grundsicherungsniveau erreichen kann. Das mal als Prinzip. Nun muss man noch ein paar Nebenbedingungen beachten. Das erste ist der Existenzgründer. In der Regel bei der Existenzgründung, da nehme ich eher einen Kredit auf und muss mal hohe Zins- und Tilgungsraten zahlen und habe noch wenig Gewinn. Für Existenzgründer muss es beitragsfreie Jahre geben. Zweitens, wer den Beitrag, der mindestens zur Grundsicherung führt, wegen geringem Verdienst nicht erfüllen kann, der muss auch niedrige Beiträge zahlen können. Die Frage, wie man die Staffel in Stufen oder Prozent setzen. Drittens, Selbstständige haben in der Regel kein regelmäßiges Einkommen. Da steht kein Arbeitsvertrag, wo drin steht, jeden Monat kommt so und so viel. Das geht rauf und runter. Also muss es Möglichkeiten geben, diese Beiträge auch dem Auf und Ab der Einkommensentwicklung anzupassen. Und der nächste Punkt ist, ab welchem Alter beginnen wir? Selbstständige, die 50 und älter sind, die haben für die Zukunft in der Regel schon etwas geregelt. Es wäre unsinnig, sie zwangsweise in ein neues System zu finden. Und deswegen muss eine solche Regelung so aussehen, dass wir sagen, zum Beispiel, wer 50 und älter ist, da belassen wir es bei dem, wie es heute geregelt ist. Für die Gruppe der 30- bis 50-Jährigen schaffen wir eine Wahlmöglichkeit. Und für unter 40-Jährige oder unter 30-Jährige, da führen wir die neue Pflicht ein. Selbstständige müssen sich auch auf das, was wir neu für die Zukunft regeln wollen, einstellen können. Ich finde, dass ein solches Konzept, wie wir es damals entwickelt haben, nach wie vor attraktiv wäre und mithelfen würde, dass ein Hauptproblem aus Selbstständigkeit befriedigend gelöst wird, nämlich dass jeder Selbstständige dann, wenn er leistungsfähig ist, und das kann sich ja von Jahr zu Jahr und von Monat zu Monat ändern, in Zeiten, in denen er leistungsfähig ist, einen Teil dessen, was er erwirbt, als Einkommen hat, mit in eine vernünftige Altersversorgung einbringt. Das muss unser Ziel sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen ja vor allen Dingen beim Zugang in die Grundsicherung, dass eben ehemalige Selbstständige sich in einem höheren Prozentsatz in der Grundsicherung wiederfinden im Vergleich zu denen, die nicht selbstständig gearbeitet haben. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass sie in Zukunft ein Problem der Altersarmut gerade im Bereich der selbstständigen Arbeit oder selbstständigen Tätigkeit entwickeln könnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit einer obligatorischen Pflicht zur Altersvorsorge verbunden sein muss natürlich auch die Frage, wie man das auf der Krankenversicherungsseite löst. Das ist vollkommen richtig. Und deswegen, glaube ich, nutzt es nicht, an Einzelpunkten Anträge zu stellen, sondern es muss ein Gesamtkonzept her, was die Versicherungspflicht und die Leistungsfähigkeit für die Selbstständigen, was ihre soziale Absicherung anbelangt, insgesamt beinhaltet, damit tatsächlich Selbstständige leistungsfähig sind bei der Frage, wie gestalte ich meine Kranken-, meine Alters-, meine Pflegeversicherung. In den vergangenen Jahren, und das war bei dem Thema Scheitern von Herrn Rosemann das Thema, haben wir erlebt, dass einzelne Gruppen von Selbstständigen, nein, Sie haben das Wort Scheitern eingebracht in die Debatte, bei dem Thema Scheitern, Zwischenruf von Herrn Rosemann vorhin, war eben ein Grund, dass viele Verbände von Selbstständigen,
Gruppen von Selbstständigen sich massiv gegen zusätzliche Regelungen, was ihre soziale Absicherung anbelangt, zur Wehr gesetzt haben. Ich will erinnern, dass in der letzten Legislaturperiode eine große Online-Petition mit zahlreichen Unterschriften bei uns eingegangen ist, der Petitionsausschuss damit sich beschäftigen musste. Erfreulich ist, dass in den letzten Jahren offenbar ein Sinneswandel eingetreten ist. Viele Verbände, die selbstständig organisieren, sagen heute klipp und klar, ja, wir sehen es ein. Es kann nicht so weitergehen. Wir brauchen für alle Selbstständigen, ob Solo-Selbstständige oder nicht Solo-Selbstständige, verlässliche Regelungen der sozialen Absicherung. Und deswegen ist es unser Anliegen, dass wir die Selbstständigen mitnehmen auf dem Weg zu einem solchen Konzept und ein solches System sozialer Absicherung der Selbstständigen mit den Verbänden der Selbstständigen entwickeln, damit sie wissen, ja, wir denken nicht nur an den Anliegen, wir lassen sie auch mitsprechen, damit sie bei ihren Berufskolleginnen und Kollegen auch Werbung dafür machen, dieses Anliegen aktiv zu unterstützen und keine Online-Petitionen bei uns das Gegenteil behaupten. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter Weil.